Wie er wirklich tickt, will wohl jeder gerne wissen, aber die US-Regierung will nicht sagen, ob sie den Mann im Kreml noch für zurechnungsfähig hält. Ich weiß nicht, wie der Präsident Putins Geistesschärfe beurteilt. Und dem Außenministerium? Es ist nicht nützlich, produktiv oder gar möglich, in Präsident Putins Kopf zu schauen. Doch auch wenn das Pentagon bis heute keine Hinweise darauf hat, dass Putin wirklich den Einsatz von Atomwaffen vorbereitet, haben manche ihr Urteil schon gefällt. Ein ehemaliger Geheimdienstchef zweifelt an Putins Geist. Ein Ex-Sicherheitsberater mutmaßt über Stimmen in Putins Kopf. Die Isolation, so ein Ex-Verteidigungsminister, könnte ihn verwirrt haben. All das glauben sie aus den Bildern rauszulesen, aber vielleicht sollen gerade sie die Welt verwirren, rätseln lassen, wie es Putin wirklich geht. Joe Biden hat verlässlichere Informationen. Quellen in Putins Umfeld berichten von häufigen Wutausbrüchen. Beim Geheimdienst CIA gibt es eine eigene Abteilung, in der Wissenschaftler psychologische Profile von Anführern erstellen, darunter eins von Putin, basierend auf jahrzehntelanger Beobachtung. In diesem Buch, eigentlich über Donald Trump, stehen die wichtigsten Erkenntnisse, verfasst vom Gründer und langjährigen Chef der CIA-Profiling-Abteilung. Der Psychologe Gerald Post verstarb zwar 2020, aber seine Analyse ist für die US-Regierung heute noch gültig. Putin sei ein Narzisst, ein brutaler, rücksichtsloser Diktator, der penibel pseudolegale Rechtfertigungen für seine Taten fabriziert. Mit übertriebener Gegenwehr kompensiert er seine unterschwellige Unsicherheit. Putin hat ein tief sitzendes Bedürfnis, nicht zu kapitulieren gegenüber allen Versuchen, ihn unter Kontrolle zu bringen. Putin wird nur abgeschreckt von seinem Vormarsch, wenn er auf eine starke und stählerne Antwort von einem geeinten Westen trifft. Nach Putins Gespräch mit dem französischen Präsidenten meldeten Macrons Berater, dass der Kreml-Chef in dem stundenlangen Termin anders wirkte als früher. Als Nicht-Psychologe stelle ich sicher keine Diagnose, ob er seinen Verstand verliert, aber er agiert anders. Viele Leute fragen sich, warum. Die Nachrichtendienste haben nun die harte Aufgabe, in seinen Kopf zu schauen. Bilder wie diese, so Hall, zeigten die Isolierung des russischen Präsidenten, der in seinem Umfeld auch keinen Widerspruch mehr dulde. Wenn man sich die Gesichter dieser Generäle am Tischende anschaut, als er über die nukleare Bereitschaft redet, als würden sie denken, Moment mal, was redet der da? Mimik und Gestik sind faszinierend und liefern hoffentlich gute Informationen für die, die solche Dinge analysieren. Die CIA hat Putins Profil sicher aktualisiert, aber ihr Fazit ist natürlich streng geheim. Ja, streng geheim und dann natürlich auch fraglich, wie belastbar ein solches Fazit sein kann. Denn wie gehört, niemand kann in Putins Kopf hineinschauen. Man kann bestenfalls versuchen, aus seinem früheren Verhalten Rückschlüsse auf die Gegenwart zu ziehen. Rüdiger von Fritsch war in seiner Zeit als Botschafter in Moskau von 2014 bis 2019 häufig im Kreml und hat Wladimir Putin dort bei Gesprächen erlebt. Guten Tag, Herr von Fritsch. Guten Tag, Herr Ponzen. Ja, Ihre Zeit in Moskau liegt noch nicht lange zurück. Es war die Zeit um und nach der Annexion der Krim. Haben Sie in diesem Zeitraum, in diesen gut 5 Jahren, eine Veränderung im Verhalten Putins festgestellt? Das ist sicherlich eine Entwicklung über eine lange Strecke, die wir beobachten können, die sich in den zurückliegenden Jahren noch mal sehr verstärkt hat. Das mag beispielsweise auch damit zu tun haben, dass er die vergangenen Jahre noch mal in zusätzlicher, weitgehender Isolation verbracht hat. Wir wissen, wie strengst die Auflagen waren für jemanden, der in Corona-Zeiten zu ihm kommen wollte. Wir sehen die klassischen Entwicklungen einer autoritären Führung, in der sich jemand völlig verabschiedet von einer zuverlässigen Wahrnehmung der Wirklichkeit und ich fürchte auch von gutem Rat. Wenn wir gesehen haben, wie er im vergangenen Dienstag mit seinem Nationalen Sicherheitsrat zusammengetreten ist, dann war das eben nicht ein kommunistisches Politbüro aus vergangenen Zeiten, das hinter verschlossenen Türen dem Generalsekretär der KPDSU auch immer wieder sprach. Das war eine Versammlung vielmehr von Klakören, von Schulbuben, die er ermahnte, quasi am Ohr zog, vorführte. Und das weist darauf hin, dass wir es eben mit den Entscheidungen eines Mannes zu tun haben, der mehr und mehr getrieben ist von Obsessionen, Phobien, Traumata, behauptet oder tatsächlich empfunden, mit denen er uns zwingt,
uns zu beschäftigen. Und das macht diese ganze Situation so besonders problematisch. Und wir sehen ja auch, dass er vieles tut, was zum Schaden seines eigenen Landes und auch seiner Interessen ist, nicht? Denn die massive wirtschaftliche Schädigung und finanzielle Schädigung ist eine Schädigung seines Landes, aber auch seiner Möglichkeit, sich dauerhaft die Zustimmung der Bevölkerung zu erkaufen. Überdies hat er den Westen in seltener Einigkeit zusammengeführt. Und all dieses zeigt uns, dass er nicht mehr in den Interessen seines Landes handelt wirklich und dass er auch keine wirklichen geopolitischen Ziele verfolgt, sondern in großrussischen imperialen Reflexen denkt und handelt. Ja, Herr von Fritsch, wir haben die Ferndiagnosen aus den USA gehört. Er sei narzisstisch, wolle unkontrollierbar bleiben. Das erscheint ja nachvollziehbar, aber gerade nach den Ereignissen der letzten Woche, auch der vergangenen Nacht, fragt man sich ja, nimmt er am Ende sogar eine nukleare Eskalation in Kauf? Ich habe zwei Hoffnungen. Zum einen, dass der russische Präsident unverändert weiß, was im Artikel 5 des NATO-Vertrages steht, dass ein Angriff auf einen Mitgliedstaat ein Angriff auf das Bündnis bedeutet. Und meine zweite Hoffnung, dass sollte er glauben, weiter eskalieren zu müssen, sich in Moskau doch noch jemand findet, der ihm in den Arm fällt. Und das ist aus den Kreisen der Führung auch nicht auszuschließen. Ja, Sie haben die Generäle eben schon angesprochen, auch die Geheimdienstmitarbeiter, die man da bei den Gesprächen in den letzten Tagen und Wochen gesehen hat. Sind die ihm alle bis in den Tod ergeben, fragt man sich? Oder können Sie sich eben tatsächlich vorstellen, dass irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo Sie ihm dann doch Einhalt gebieten? Das ist nur ein Stück weit Loyalität aus Überzeugung. Und daneben herrscht der russische Präsident, wie in der Bevölkerung, auch in seiner Führung mit den klassischen Mitteln der Angst, der Repression, der Abhängigkeit, der Bestechung, das kommt alles zusammen. Und hier sind Verstrickungen entstanden, aus denen sich diese Personen nicht ohne weiteres lösen können. Aber noch einmal, ich würde nicht ausschließen wollen, dass wenn es zu einer Zuspitzung kommen sollte, die weiter Russlands Interessen massiv schadet, dass es hier doch einen auch sehr tatkräftigen Widerspruch geben könnte. Das eine Hoffnung, andere setzen auch eine Hoffnung auf Widerstand gegen Putin in die russische Bevölkerung. Vor allem dann, wenn immer sichtbarer wird, wie verlustreich der Krieg eben auch für Russland wird. Ist diese Hoffnung berechtigt aus Ihrer Sicht oder überschätzt das die Möglichkeiten der einfachen Menschen in Russland? Was wir gegenwärtig an Protesten in Russland sehen, ist zum einen ungeheuer mutig. Ich bewundere diese Menschen grenzenlos. Sie wissen, welche ungeheuren Risiken sie eingehen. Ab heute gelten Bestimmungen, nach denen solche Proteste und Widerstand gegen die offizielle Erzählung des Staates mit bis zu 15 Jahren Straflager bestraft werden können. Das sind Menschen, die aus Überzeugung handeln. Die große Menge der Menschen duckt sich eher weg. Und ich meine das nicht abfällig. Ich habe Verständnis für diese Menschen, die Signale der Angst, die ausgesandt werden, sehr gut lesen können, die sich erinnern an die Repression vergangener Zeiten, an die furchtbaren Schicksale ihrer Vorfahren. Und jetzt gilt in Russland die alte Frage, siegt der Fernseher oder siegt der Kühlschrank? Nicht? Bisher siegt der Fernseher, das heißt, die staatliche Propaganda verfängt so sehr, dass die Menschen das zum Teil glauben wollen und dass sie überdies sagen, besser sich nicht aufmucken, das könnte gefährlich werden. Aber sollte der Kühlschrank siegen, das heißt, sollte die soziale und wirtschaftliche Lage der Menschen schwer werden, weil dem Präsidenten eben auch die Einnahmen fehlen, um die Bevölkerung ständig bei Laune zu halten, sich ihre Zustimmung zu erkaufen, dann ist nicht auszuschließen, dass an einem bestimmten Punkt es plötzlich doch zu größerem Unmut kommt. Und das ist ganz offensichtlich etwas, was der russische Präsident selber sehr fürchtet. Sonst würde er in seinem Land nicht mit solcher Repression arbeiten. Das aber dann wohl eher eine mittel- oder langfristige Perspektive. Rüdiger von Fritsch von 2014 bis 2019, Botschafter in Moskau. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank, Herr Patzen.